Ansage, ab jetzt ist Magical Mystery Time. Und Charlie hier ist unser Boss. Weil er der Erste war, der wegen Techno in der Klapse war. Da hieß er noch nicht mal Techno. Was ist das für ein schrottiges Gedudel, Raimund? Das ist Rosas neuer Track, den spielst du mir gerade vor. Das ist super. Und ob das super ist? Abfahrt. Karl Schmidt ist der beste Freund von Herr Lehmann. Oder war es? Denn was der Herr Lehmann so treibt, verrät Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt nicht. Dafür erfährt man aber, was Karl Schmidt nach seinem Entzug treibt. Zum Beispiel mit ein paar Techno-Idioten Mitte der 90er auf Tour zu gehen. Ein toller Film. Inspektor Kildare? Ich habe da vielleicht eine Augenzeugin in Limehouse. Ich kann nicht sagen, was ich weiß. Bitte helfen Sie mir. Ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen nichts zustoßen. Das Setting, die Epoche, die Art der Morde, alles schreit nach Jack the Ripper. Aber Limehouse Golem spielt 8 Jahre, bevor die wohl berühmteste Mordserie der Geschichte begann. Eine willkommene Abwechslung, auch wenn die vielen falschen Fährten nicht lang genug in die Irre führen. Sie überleben nicht eine Stunde ohne mich. Fick dich! Lecken Sie mich am Arsch! Danke, du mich auch! Verdächtige sind auf dem Dach. Nein, 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 springen ist schlecht. Es muss einen intelligenteren Weg geben. Nein, Motherfucker! So eine verfluchte Scheiße. Nach Deadpool scheint Ryan Reynolds auf den Geschmack gekommen zu sein. In Killers Bodyguard schießt und prügelt er sich fleißig durch die Gegend und Samuel L. Jackson macht fröhlich mit. In die Top 10 der besten Actionfilme kommt man damit zwar noch nicht, aber Spaß macht die Actionkomödie trotzdem. Im Namen des gesamten Coaching-Teams heiße ich euch im Camp willkommen. Die picken sich nur die Leute raus, die in ihr System passen. Nur die Besten von euch werden einen Platz an einer der 5 weltweiten Rowald-Universitäten ergattern. Deine Zeit heute Morgen auf dem Laufband war ein neuer persönlicher Rekord. Weiter so. Leben in Sektoren, Teenager im Überlebenskampf. Klingt ein bisschen nach Tribute von Panem? Stimmt. Jugend ohne Gott erinnert nicht nur einmal an den dystopischen Hollywood-Erfolg, nur dass dieser sein Zielpublikum nicht so unterschätzt. Wie schlimm das Leben in der Leistungsgesellschaft ist, wird in jeder zweiten Szene ausbuchstabiert.